Ja, das sind meine Pflanzreihen für die Nordmannstannen. Und setzen tue ich jetzt mit meinem neuen Erdbohrgerät, das billige. Es ist einfach verdammt trocken. Der Boden ist ja so hart, dass ich jetzt da den Bohrer wechseln habe müssen. Das ist mein 25er. Was mit dem bohrst, nach 30 Löcher bist du fertig gefahren. Dann geht es mit dem 20er Bohrdurchmesser wesentlich einfacher. Das sind jetzt meine Nordmannstannen. Das Herkunftsgebiet aus dem Kaukasus. Genauer gesagt Asperonsk. Und das ist eine der Herkünfte, mit denen wir in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wuchs eigentlich sehr schön und sind auch nicht so empfindlich gegenüber Spätfrost. Man sieht, das sind relativ lange Wurzeln. Das Bohrloch hat, glaube ich, 30 cm. Also schon ein gewaltiges Bohr. Pflanzloch ist jetzt trotzdem, die Wurzel wäre ein bisschen einkürzer. Um ein Drittel, sage ich mal. Ich gehe noch ein bisschen weg da. Schöne Hintergrundmusik haben wir auch. Jo, was ist denn los?
mit diesen Löchern. Ist mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Und hält. Ziemliche Rissbildung schon im Boden. Und jetzt einmal zum Vergleich mit der Hauern, dass man sieht, wie hart das der Boden ist. Also auf die Art und Weise ein Pflanzloch herstellen, zurzeit ein Ding der Unmöglichkeit. Mittlerweile haben wir auch begonnen mit der Aufforstung in den Waldrevieren. Wir kommen sicher zu den letzten. Was mit der Aufforstung beginnen, weil die meisten haben schon aufgeforstet, was ich so gehört habe von der Forstpflanzenschule. Ja, und gleichzeitig warten wir auf den Regen, aber er kommt. Normalerweise beginnen wir ja mit April mit der Aufforstung, aber nachdem der April so trocken war, haben wir die Pflanzen im Kühlhaus gelagert und auf den Regen gewartet, der jetzt endlich kommt. Das ist Zeit geworden.